Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vega Talk Radar vs. Ultraschall. Heute beschäftigen wir uns mit Blockdistanz und Überflutbarkeit von Sensoren. Jürgen, du bist uns sicher wieder behilflich. Natürlich, gerne. Es gibt viele Behälter mit aggressiven Medien wie Säuren oder Laugen. So zum Beispiel dieser Chemikalienbehälter hinter mir, in dem Eisen-3-Chlorid ist. Dabei ist eine sichere Messung bis oben an die Antenne wichtig. Bei Ultraschall entsteht das Problem, dass der Schallwandler ja Lautsprecher und Mikrofon in einem ist. Während man die Signale aussendet, kann er nicht Signale empfangen. Es entsteht eine Blockdistanz. Gerade bei solchen Anwendungen, wo es auf sehr hohe Überflutbarkeit ankommt, ist Ultraschall nicht unbedingt geeignet. Bei Radarsensoren haben wir dieses Problem nicht. Während die Signale abgestrahlt werden, kann man gleichzeitig Signale empfangen. Das heißt, es entsteht keine Blockdistanz. Man kann bis an die Sensoren heran messen. Was bedeutet die Blockdistanz für die Messstelle? Wir haben hier einen Wasserbehälter. Ich gehe jetzt mit dem Sensor immer näher an dieser Wasseroberfläche heran. Und man sieht, wenn ich in die Blockdistanz von ca. 25 cm komme, zeigt der Sensor eine Fehlermeldung an. Das heißt, er kann diesen Nahbereich nicht richtig erfassen. Der Behälter könnte schlimmstenfalls überflutet werden. Ein Radarsensor misst während des Sendens schon das empfangene Signal. Deswegen kann der Sensor ganz dicht an die Antenne heranmessen. Und selbst wenn der Sensor überflutet wird, kann er eine sichere Grenzstanddetektion erreichen. Das heißt, eine Messung mit einem Radarsensor ist sehr viel sicherer wie mit einem Ultraschallgerät. Ich habe mal gehört, dass man mit Radar auch durch Kunststoffe messen kann. Stimmt das? Genau. Ich habe hier das gleiche Material wie bei diesem Behälter. Mikrowellen-Radarsignale gehen durch diese Kunststoffoberfläche hindurch und messen also diese Wasseroberfläche hier, ohne dass man einen direkten Kontakt zum Medium hat. Das ist natürlich ideal, wenn man aggressive Medien hat, weil man nicht auf eine hohe chemische Beständigkeit achten muss. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank auch fürs Einschalten. Und wenn ihr wissen möchtet, wie sich das mit Anhaftungen verhält, schaut euch einfach das nächste Video von Radar vs. Ultraschall an.